Hast du schon mal diese normalen Stellenbörsen probiert? Hast du es jemals probiert? Nein, ich habe es noch nicht probiert. Ja, dann setz es einfach mal auf, weil du musst eine Sache verstehen. Du findest, wenn du Facebook-Marketing machst, ja, für Mitarbeiter, da kriegst du auch Leute klar, die jetzt Lust haben auf so was Neues. Das sind die Leute, die darüber nachdenken, zu wechseln, und die wechseln halt in einigen Monaten unter Umständen, wenn sie halt die ganze Zeit deine eigene Werbung da sehen. Aber wenn du halt jemanden haben willst, der jetzt schon wechselwillig ist, dann solltest du Stellenbörsen direkt benutzen an der Stelle. Und dann einfach auch hier, ganz wichtig bei Stellenbörsen, Geld draufwerfen. Die Leute checken das nie, dass eine Stellenbörse nichts anderes ist als eine andere Werbeplattform. Da einfach direkt Geld drauf, Feierabend. Und was du dir auch überlegen solltest, ist, ob du Quereinsteiger unter Umständen irgendwie reinholst, einfach mal Jobs ausschreibst, die jetzt nicht so typisch wären für dich und deine Branche. Richtig, richtig. Das hat sogar schon ein oder zwei Mitarbeiter gebracht. Also wirklich auch mal was zu suchen, was jetzt nicht sofort zu unserer Branche passt oder zu deiner Branche passt, aber im Prinzip dieselben Voraussetzungen mitbringt und einfach die Leute umschulen, kann auch ein sehr, sehr guter Trick sein. Und du sagst jetzt sinngemäß, okay, ich suche einen Quereinsteiger, und der ist normalerweise gewohnt, der bekommt Gehalt X nach der Ausbildung, oder die Gehaltsstruktur ist dann immer so. Und jetzt bietest du dann einen Job an, wo dann das Einstiegsgehalt teilweise schon 30%, 25% drüber ist, dann kriegst du auch gute Leute. Verstehst du? Das ist der Grund, warum du die Quereinsteiger haben willst, weil die keine Lust mehr haben auf ihren Job 1, weil Job 1 ist ein Drecksjob. Und die wollen jetzt eventuell wechseln auf einen anderen Karrierepfad, und du ermöglichst denen das durch Umschulung und Quereinstieg. Und das ist der Trick. Deswegen sind die dann bereit, für ein normales Gehalt umzuschulen. Und weil die halt vorher in Anführungszeichen diesen Drecksjob gemacht haben, der sehr hart ist, komische Arbeitszeiten, und jetzt sind die einfach nur froh, im Büro arbeiten zu können, in einer ganz normaler Umgebung, mit ganz normalen Leuten, dann kriegst du sau, sau gute Leute auf die Art und Weise, die auch dann happy sind darüber, dass du im Vergleich zu vorher deutlich mehr bezahlst, und die sind froh, dass sie jetzt einen anderen Job machen dürfen und einen Exit bekommen aus ihrer alten Branche, die halt quasi ein totes Ende war für die Endstation.